herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Rogue. Wir machen weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Ich habe mich doch umentschieden, dass wir noch ein bisschen... Ist der Typ gerade über uns gestapelt? Dass wir noch ein bisschen hacken tun, weil es sind ja nicht mehr viele. Es sind im Foyer hier unten noch 4 Stück und dann haben wir es erstmal. Weil in die nächsten kommen wir eh nicht rein. Dafür brauchen wir erst noch Erlaubnis. So. Wir hören uns noch mal ein paar interessante Sachen an. Ein paar interessante Missionen. Vielleicht finden es einige interessant, vielleicht andere nicht. Deswegen könnt ihr meineswegs nur ein bisschen überspringen. Aber wer sich so sehr interessiert für Assassin's Creed, der kann ruhig da sich das damit angucken. Jeden, der beliebt. Einige finden es interessant, andere finden es nicht interessant. Wir müssen den Ring irgendwie nochmal da... Ah, okay, jetzt haben wir es. Gut. Könnten Sie erklären, was in Paris geschehen ist? Gavin Banks führte ein Team von Assassinen in ihr Labor und zerstörte es. Das Labor sollte völlig abgekoppelt sein. Wie ist das möglich? Banks ist Partner von Sean Hastings und Rebecca Crane, die Abstergo schon früher infiltriert haben. Er ist außerdem nicht unser typischer Assassinen-Raufbold. Er folgt Informationen. Er hat sich Zugriff auf ihre Helix-Server verschafft. Nichts ist jetzt mehr abgekoppelt. Die Anlage diente dazu, den Waisen zu untersuchen, den wir in Montreal geborgen haben. Hätten Sie mich von der Existenz unterrichtet, hätte das Sigma-Team Ihre Interessen schützen können. Haben Sie Banks Team überfallen? Sorkin und ich haben sie bis nach La Rochelle verfolgt, wo ein Schiff wartete. Wir haben gekämpft, aber wir waren in der Unterzahl. Sorkin hat 7 Stiche von einem Assassinen abbekommen, den wir als Galina Voronina identifizierten. Und Sie ließen sie entkommen? Um es klar zu sagen. Ich wurde ausgebildet, Assassinen zu jagen und zu töten. Sie haben mein Team aufgelöst und mich auf eine Odyssee rund um die Erde geschickt. Ich hatte davor gewarnt. Wissen Sie was? Ich kann Fehler zugeben. Sie haben die Erlaubnis zur Neubildung des Sigma-Teams. Ich brauche auch Da Costa. Unmöglich. Sie ist noch in Montreal. Inakzeptabel. Ich entschuldige mich für mein Versehen, Berg, aber das geht nicht. Tatsache ist, wir müssen neue Weise finden. Alvaro Grammatica sagt mir, dass LeMay vielversprechende Spuren in Montreal hat. Wann wird Da Costa fertig sein? Sie liegt vor dem Zeitplan für Sicherheitsupgrades und Firewalls, aber Helix ist ein Ziel für die Assassinen, Erudito und das Bewusstsein der ersten Zivilisation. Also, es gab Rückschläge. Ist das Gebäude geschützt? Security ist vor Ort. Ich will dahin. Oh, ich dachte, Sie wären sich zu schade für solche Allerweltsdinge. Ich will Da Costa zurück in meinem Team haben. Und wenn das Gebäude ein Ziel ist, muss ich auf sie aufpassen. Ich werde ihre Sicherheit verstärken. Auf meine Weise. Nun gut, ich bereite die notwendigen Dokumente vor. Wie Da Costa treten Sie als Berater von Abstergo Industries auf, um sie einzuführen in ein paar neue Arbeitsmethoden. In der Zwischenzeit schicken Sie ein paar Zusatzkräfte nach Paris. Ich vermute, da lauern noch irgendwo Assassinen. Also die hat eigentlich so ganz schön zu tun gehabt. Mit den Assassinen und so. Das ist schon die nächste. Cool.
Manchmal ist es tatsächlich nur ein paar Bewegungen. Gute Information. Wie Hatham Kenway stammte Daniel Cross aus einem Assassinengeschlecht. Denn die Orloff-Familie diente der Bruderschaft schon seit zwei Generationen. Daniel Crosses Drogenabhängigkeit und animusbedingte Psychosen sollten nicht über seine großen Leistungen für die Templersache hinwegtäuschen. Unter dem Einfluss von Warren Widdick kam er in die Bruderschaft und erlangte ihr Vertrauen und traf schließlich ihren zurückgezogenen Mentor. Dann wurde seine unterbewusste Programmierung aktiviert und er tötete den Mentor und löste damit die erste große Reinigung der Moderne aus. Al-Mualem, Haras, Walisel Tradat, Baptist, Duncan Walpole, Hatham Kenway, Lucy Stillman, Daniel Cross. Dies sind nur ein paar Beispiele für das, was ich immer verspürte. Dass es immer Assassinen geben wird, die bereit sind, ihre Sache aufzugeben, um unserer zu dienen. Und es gibt niemanden, der diese Idee besser verkörpert als Shay Cormack. Und ich möchte, dass die Assassinen diese schmerzhafte Wahrheit akzeptieren. Okay. An Philippe Chartrand von Melanie LeMay, Datum 10. September 2014, Betreff Kairos von Sarrax. Ich dachte, der Trend würde ablaufen, aber Historie-Schinken mit fettem Budget sind immer noch angesagt. Ich glaube, Abstergo Entertainment sollte allen mal zeigen, wie man das richtig macht. Ich habe mal einen Blick in die DDS-Daten geworfen. Ich dachte, ich habe mein Mikro ausgeworfen. Und dabei ist der Name Kairos von Sarrax aufgetaucht. Er war ein berühmter Athlet, aber auch bei Pythagoras studiert. Wir haben es also mit einem gebildeten Muskelpaket zu tun. M.L. Hier irgendwo muss dann wahrscheinlich noch etwas liegen. Weil hier sind. Wir werden nämlich. Irgendwie. Und jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Scheiße. Warum funktioniert das nicht? Hast du es mal probiert? Wo sollen denn die PC sein? Dann ist es nicht mein Ding. Aha. Wie kannst du das sagen, ohne es gespielt zu haben? 3 und 3. Okay, wir kommen hier nicht rein. Gut. Dann sprinte ich jetzt mal zurück. Und mach das mal. Oh, anscheinend versuchen sie es zu reparieren. Wow, das ist nicht mal ein geiles Bild. Nein, warum machst du es weg? Das sieht auch nicht schlecht aus. Sind schon echt coole Bilder. So, aber wir sprinten in diesem Game jetzt mal zurück. Aber wir können ja noch nicht aufmachen. Wir sind ja bloß anscheinend bis 2. Und die 3 fehlt uns noch. Deswegen machen wir es nicht so langweilig und beamen uns hoch. Zu unserem Aufgabenbereich. Und machen endlich da weiter, wo ich gesagt habe, dass wir es weitermachen. Shit, was ist passiert? Noch eine Störung? Dasselbe wie zuvor. Shay ist in Notre Dame. Versuchen Sie, die Erinnerung zu vervollständigen. Trophäe erhalten. Eine würdige Sache.
Ich hab's. Shay ist in Paris, okay? Hab sogar ein Datum. 1776. Zu diesem Zeitpunkt war Franklin amerikanischer Botschafter in Paris. Ladies and Gentlemen, Mr. Otto Berg, Profikiller und Amateurhistoriker. Philadelphia, eigentlich. Oh, ein Komiker ist da auch noch. Hilfe! Hilfe! Boom. Jay? Attentat. Seid ihr das? Wie lange ist das her? Wo bleiben meine Manieren? Vielen Dank, mein Freund, danke. Aber was treibt ihr in Paris? Mit allem nötigen Respekt, Sir. Keine Zeit zu reden. Ihr seid immer noch in Gefahr. Ja, ich muss zu meiner Familie. Oh nein! Nein! Oh, ich hab ihn gesehen! Verdammt! Ich war nicht schnell genug! Ich hab versehentlich zu viel Licht gekillt! Gut, jetzt weiß ich, wo der steht. Da muss ich wahrscheinlich auch aufpassen, dass ich nicht zu weit mit Franklin weg bin. Franklin, fuck me, fuck me. Ja. What? Ich wollte gar nicht nach oben. Aber ich bin trotzdem wieder unten. Bitte wartet auf mich. Ich muss erst wissen, ob meine Familie sicher ist. Natürlich habe ich das jetzt versäumt. Na, nur weil du jetzt ein bisschen älter bist, heißt das nicht, dass du Dings machen musst. Ah, verstehe, okay. Nach oben, nach oben, nach oben. Okay, hopp. Ja.
Das ist natürlich ein bisschen doof gelaufen, würde ich sagen. Den habe ich natürlich nicht gesehen. Ha 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 ha. Oh, wupp, bam. So. Und hier ist irgendwo noch einer. Da hinten um der Ecke. Bam. Perfekt, wir haben's. Wie habt ihr das gemacht? Was für ein Glück! Ich mache mir mein Glück, Master Franklin. So wie ihr wohl auch. Ja, in der Tat, mein Bester. Tja, ohne euren Beistand heute. Nun, kriegt den Energiedeckel mein Dank, Shay. Kann ich irgendetwas für euch tun als Gegenleistung für eure Güte? Ja, das könnt ihr. Oh ja. Es geht um einen Geschäftsfreund. Ich hörte, er sei im Château de Versailles in 2 Tagen. Und sie lassen nicht jedermann in den königlichen Palast. Nun gut, mal sehen, was ich tun kann. Noch ein Toter. Und Prozent. Erinnerung 02. UHJVDGVJDGLVBG0K. Okay. Die wissen nicht, wie sie die Erinnerung nennen sollen. Mehr können wir jetzt nicht tun. Wir sequenzieren weiter gestörte Erinnerungen. Deswegen haben wir Probleme. Was schlagen Sie vor? Wenn wir mit Chase Leben in den Kolonien fortfahren, erhalten wir bessere Ergebnisse aus den Paris-Erinnerungen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Lade jetzt die nächste Erinnerung hoch. Jay Cormack, ihr seid wohl der neue Dozent für Vorläuferarchäologie. Ich bin kein Experte, Sir. Ich sah nur, was Assassinen mit diesen Orten vermögen. Ich verbrachte Jahre, Vorläuferspuren zu verfolgen. Sagt mir, was ihr seid. Nun, ich weiß, dass Assassinen und Templer eben Splitter suchen. Mächtige Waffen, suggestive Äpfel. Diesmal ist es anders. Wir fanden keinen Apfel, nur einen Baum. Diese Tempel halten die Erde zusammen wie Wurzeln. Stört sie und Haiti fällt oder Lissabon. Oder ein anderer Ort auf dem Manuskript. Und die Assassinen mischen sich blind in diese Strukturen ein? Ja. Wenn wir sie nicht aufhalten, werden weitere Städte untergehen. Verstehe. Wir haben Kenntnis von Assassinenaktivitäten nahe vor Louisburg. Wir treffen einen Royal Navy-Offizier, James Cook. Er hat einen Auftrag erhalten, der strategisch wertvoll sein könnte. Gist hat die Karten. Sehr gut. Ich breche bald auf. Colonel Monroe war voll des Lobes, Shay. Er ist überzeugt, dass ihr einer unserer Besten werden könntet. Also, enttäuscht mich nicht. Habe ich nicht vor, Sir. Gist, wisst ihr, warum der Großmeister so an Kapitän Cook interessiert ist? Nun, Sir, er ist klug und ambitioniert. Sein Wissen als Seefahrer sucht seinesgleichen. Und wenn ich meiner Lieblingsbardame in Halifax Glauben schenke, hat er gerade ein eigenes Kriegsschiff erhalten. Er ist auch Experte im Entschlüsseln von Geheimcodes. Ein solcher Mann kann unserer Sache zugutekommen. Die Art von Mann, die wir im Orden begrüßen sollten? Nun, er ist mein Freund, aber er zeichnet sich durch eine peinliche Redlichkeit aus. Und jegliche Arglist liegt ihm fern.
Das macht die Geheimhaltung etwas schwierig. Vor allem, da sein mathematisches Gehirn gut im Knacken von Codes ist. Aha. Seht ihn als Verbündeten, aber achtet auf eure Worte. Ich verstehe. Ich hörte, Lewisburg sei eine Schlüsselstelle in diesem Krieg. Wenn die Royal Navy das vornimmt, steht ihr der St. Lorenz offen. Dann kommen Quebec und Montreal. Das Blatt wendet sich. General Wolfe wird dem feigen Montcalm eine Abreibung verpassen. Darauf freue ich mich schon seit vor William Henry. Wenn der verdammte Krieg aus ist, Kontinent endlich auf. Ich fürchte, dazu bedarf es mehr, Freunde. Zu überleben bedarf es einer Konstitution oder eines guten Wissens. And up with it conger as long as a mile. Winds come and he sleeps, he says. Seid ruhig, Männer. Shanty! Hey, boys. Das reicht fürs Erste. Da ist sie, die HMS Pembroke, Captain James Cooks Schiff. Ein Prachtstück. Kriegsschiff, voll bewaffnet. Wir sollten mit der Morrigan längs gehen. Master Kenway wartet sich schon. Willkommen an Bord, meine Herren. Schön, euch zu sehen, Captain. Captain Shay Cormack, Captain James Cook. Es ist mir eine Ehre. Ganz meinerseits. Captain Cook hat eine recht beunruhigende Kriegslist aufgedeckt, die unsere Informationen bestätigt. Jawohl, eine Flotte der Royal Navy ist auf dem Weg nach Lewisburg. Die Franzosen planen einen Überraschungscoup gegen sie, falls der Angriff gelingt. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Gentlemen. Die Schlacht um Lewisburg könnte sehr wohl der Wendepunkt werden, der diesem Krieg schließlich ein Ende setzt. Also was mich betrifft, ich habe genug vom Krieg. Möchtet ihr dann nicht das Kommando, Captain Cormack? Ich bin sicher, ihr genießt es, ein Schiff zu steuern mit echter Feuerkraft. Das sollte ich wohl, Captain. Wir dürfen mal ein dickes Schiff fahren. Ja! Nichts gegen unser Schiff, aber das ist auch mal gut. Lawrence und Whitmore führen die drei Divisionen der Royal Navy. Wer ist Kommandant? Major General Amherst, persönlich, zurück aus Hannover. Ihr findet Interesse am Krieg, Shay? Ich möchte euch nicht enttäuschen, Sir. Noch ein Stück. Komm schon. Ich sehe dieses miese Schiff. Wir wollen es schaffen! Wir müssen einstecken! Sie dürfen nicht durchkommen! Wir müssen diese Schiffe stoppen, Captain. Der Ausgang des Krieges ist sicher.
Setzt eure Mörser ein, Shay. Sie könnten für unseren Sieg entscheiden. Ja! Yeah! Seeschlag voraus! Ich raste voll aus! Jawohl, wir haben sie versenkt! Jawoll! Das Gamer-Girl ist voll im Fahrt, ey! Das ging schnell. Ich glaube, da kommen noch mehr. Autsch! Cool, der hat einen Rambock. Nein. Das ist eine miese Taktik. Oh Gott. Branda, falls sie durchbrechen, vernichten sie unsere Flotte. Dann sollten wir das verhindern. Ich erkenne das Schiff, Sir! Es ist die Expato Frede! Welch Glück für ihn, dass wir andere Ziele haben. Abgemacht. Wir müssen diese Branda loswerden. Boah, what? Master Kenway hat recht, Captain. Mörser könnten sich als vorteilhaft erweisen. Alter. Da. Das war knapp. Vielleicht sollten wir uns zurückziehen. Krieg und Vernunft passen nicht immer zusammen, Captain. Es ist noch nicht vorbei, Männer. An die Kanonen! Ja! Mordsegel lassen! Holt die Mordsegel ein! Feuer! Weiter auf den Grund! Feuer! Segel, Captain! Treffen die Nordsegel! Ich weiß nicht, was schlimmer sind. Brander oder richtige Schiffel? Wow. Feuer! Lasst uns die Schweine niederbrennen! Kann ich so einfach hier? Doch, kann ich so einfach. Oh Gott, was? Noch mehr? Das ist die Royal Navy. Das war aber in letzter Minute, Captain Cormac. Das Kriegsglück wendet sich. Das war großartig. Ja, noch mehr Schiffe. Zum Jubeln. Adewale ist da draußen. Wir werden ihn schon noch zum Tanz bitten können, Master Kenway. Oh ja, wir bringen alle zum Tanzen. Mission abgeschlossen. Okay.
Okay, wir haben 10 Schiffe mit Mörsern nicht versenkt und wir haben leider Gottes Schaden durch Brander gekriegt, aber... Ja. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Master Kenway scheint entschlossen, Adewale zu vernichten. Und wir haben Gott sei Dank unser Schiff wieder. Kommt das Katzenhaschen wieder her. Mann. Ich habe immer Katzenhaare, obwohl ich schon ewig nicht mehr zu Hause war. Können unsere Morrigan nicht verbessern? Haben wir schon. Symbol der Hoffnung für die Assassinen. Symbol der Hoffnung für die Assassinen. So, da oben. Komm, wer hat Bock? Ich hab jetzt Bock. Ich hab Bock. Ich hab einen Bock. Habt ihr auch Bock? Ich weiß. Ich hab auch so einen Bock. Aber es ist eine Schande. Er ist ein guter Mann, Gist. So wie der ältere Washington und Smith. Ich habe gerne mit ihm getrunken. Wardrobe auch, obwohl er nie viel vertragen hat. Er und Weeks haben sich nie verstanden, wisst ihr? Oh oh. Falls ihr mein Gewissen auf die Probe stellen wollt, dann ist es euch gelungen. Abstand. Abstand. Schön Abstand, Freundchen. Aber für uns ist immer Krieg. Klingt wie mein Onkel Jedediah. Er war ein alter Griesgram. Ich muss euch sagen... Ein andermal, Gist. Ah ja, Sir. Das war's für dich. Alle aus der Kurve. Ja, wir harponieren mal wieder. Oh ja, das wird jetzt... Hä? Ich sehe keinen Ball. Ach da! Zieht er an? Nö. Seht ihr irgendwas? Ich kann langsam nicht mehr. Da ist er! An Backbord! Ja, aber... Jawohl, jetzt haben wir ihn. Oh, er zieht an. Jupp, jetzt geht's los. Na endlich. So ist es richtig. Buckelwale jagen ist eigentlich gar nicht so schwer. Nicht gut. Okay, wir haben noch 9 Harpunen. Geduld, Geduld. Er kommt hoch. Bam. Sicher, wow. Okay, das ging gerade irgendwie ein bisschen schneller, als ich dachte. Jawohl, wir haben ihn. Boah, guckt euch das an. Ich frag mich, wer das Ding hochzieht. So. An diesem Punkt machen wir aber auch schon mal einen Schlussstrich für diese Folge. Ich würde sagen, bis gleich. Beziehungsweise bis zur nächsten Folge. Die... Warte mal, heute kommt einer raus. Übermorgen rauskommt.
Also heute kommt die eine raus. Und ja, morgen kommt eine raus. Übermorgen, also am Freitag müsste die hier, glaube ich, erscheinen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Gamergirl. Tschüss.